Ein Null bis ein Null. Einfach ein Null. Für meine Augen sind solche Menschen wirklich ein Null. Veranstaltungen, an Partys, an Diskotheks, an Geburtstagsfeiern, an Hochzeiten, Verlobungen. Die große Ankündigung war das. Weil ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, ich ziehe es durch. Ob mit Sponsor oder ohne Sponsor. Was geht ab, liebe Freunde? Herzlich willkommen zu meinem Real Talk Video. Und hier ist euer Jahrmann. An erster Stelle bedanke ich mich euch. Vielen Dank für die ganzen Supports. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ich bin ein wenig erkältet. Und so wie der Titelbild es auch schon beschreibt, viermal Corona gehabt. Das ist jetzt das vierte, liebe Freunde. Und ansonsten, mir geht's jetzt gut. Es ist eine Woche her. Ich kann nur leicht meine Stimme nicht hören, weil meine Ohren zu sind. Und ich wollte gerade sagen, das mit Husten ist mittlerweile auch viel, viel weniger geworden. Und ansonsten, ja, ich konnte mich kaum bewegen vor 3-4 Tagen. Also, zwar jetzt nicht übertrieben, so wie ich das erste Mal Corona hatte, war richtig, richtig übertrieben. Und dann hatte ich nochmal das zweite Mal nach einem Jahr später. Und ansonsten, das ging noch. Dritte habe ich gar nicht gemerkt. Vierte ist jetzt wieder irgendwie angeschlagen. Und wahrscheinlich aber auch wegen Wetteränderung und wegen Kälte, vom warm auf kalt und so weiter und so fort. Und mittlerweile, ich bin ja auch nicht mehr der Jüngste, liebe Freunde. Generell sollte man halt auf sich eigentlich aufpassen, sich warm anziehen und so weiter und so fort, je nach Wetterverhältnissen. Einen Moment, ich hole kurz meinen Tee, liebe Freunde, mein Kamin-Tee. Genau, ich habe ja euch auf Instagram schon darauf hingewiesen, dass am Sonntag um 22 Uhr ein Real Talk Video von mir kommt. Also quasi heute. So, ja, warum Real Talk Video? So. Also viele von euch, die mich auch persönlich kennen, die wissen, was ich in letzter Zeit, in den letzten Phasen alles so hinter mir habe und alles so durchgemacht habe und voll aktiv bin, sogar sehr aktiv bin. Und ansonsten, ja, also nicht nur ich, sondern auch erstmal liebe Grüße an meinen Bruder Repograf, Murat Bilic. Ihr könnt auch gerne seine Seite abchecken. Unter der Videobeschreibung werden die alle verlinkt, liebe Freunde. Und auch liebe Grüße an Mr. Gray, an meinen Bruder Osman. Und ansonsten, liebe Freunde, ja, die waren immer an meiner Seite auf jeden Fall. Die wissen auch, warum ich mich so schnell warum ich halt, ja, ein bisschen niedergeschlagen bin von der Erkältung, sagen wir mal. Ne? Ich bin ja mittlerweile, also viele von euch haben ja auch mitbekommen, auch auf Insta vor allem, als DJ unterwegs. Man kann mich auch, ja genau, als DJ buchen an verschiedene Veranstaltungen, an Partys, an Diskotheks, an Geburtstagsfeiern, an Hochzeiten, Verlobungen und so weiter und so fort. Ich habe ja vor 10 Jahren schon, ich war ja schon vor 10 Jahren eigentlich als DJ aktiv. Und aber halt nicht so aktiv, so dass ich jetzt überall irgendwie machen wollen würde, weil ich es ja nicht wollte. Aber das mit DJ war immer so meine Leidenschaft. Und ich liebe Musik, Tanzen sowieso. Ja, viele von euch wissen ja, dass ich auch gerne tanze. Die persönlichen Freunde von mir, die wollen mich so kennen. Und ansonsten, ja, und dann dachte ich mir, alles hat dieses Jahr an Halloween angefangen. Ich war in Ketch bei meinem Freund, das ist der DJ Ben und Sam vor allem, an der Stelle liebe Grüße gehen raus, beim Tolga, und der war dort auflegen und der war halt alleine, weil der eine andere Freund leider krank war. Der hatte auch übrigens Corona, an der Stelle liebe Grüße, Bruderherz, Faruk. Und ansonsten, ja, dann dachte ich, komm, ich helfe dem mal ein bisschen aus. Und so hat es dann halt angefangen wieder, dass ich wieder meine Leidenschaft irgendwie erstens zu Beruf gemacht habe. Und jetzt habe ich auch mittlerweile mehrere Aufträge aufgenommen. Seitdem, Dankeschön, vielen lieben Dank. Und immer wieder neue Aufträge kommen rein. Ihr könnt mich gerne erstens auf Instagram auch anschreiben, DM.
wenn ihr bestimmte Veranstaltungen habt, Diskotheken oder je nachdem, was ihr wollt, könnt mir gerne hier anschreiben. Oder hier auf meinem YouTube-Channel unter meiner Videobeschreibung auf mein E-Mail. Und da könnt ihr mich auch gerne buchen. Auch an sämtlichen Events und so weiter und so fort. Das kann man ja alles intern dann halt abchecken, liebe Freunde. Aber jetzt kommen wir mal dazu, warum ich überhaupt einen Real Talk machen wollte. Weil, ganz einfach, Entschuldigung. Ja, Kamille-Tee. Naja, schmeckt gut, aber ich schmeck's nur teils raus. Ja, wo soll ich anfangen? Wo soll ich anfangen? Gute Frage. Erstens, ich bin sehr dankbar, dass ich dieses Jahr vor allem die 1000 Abonnenten geknackt habe. Mittlerweile stehen wir auf 1300 und ein paar zerquetschte. Ich kann ja auch meine YouTube-Studios dann sehen, ne? So, liebe Freunde. Aber ihr seht, dass ich halt 1300 Abonnenten habe. Ich kann hier aber halt Internes sehen. Das heißt, wir sind genau auf 1371. Also fast eigentlich 1400. So, ich küsse eure Herzen auf jeden Fall. Ja, Mann! Ich liebe euch, ich küsse eure Herzen wirklich von Anfang an, die wo dabei waren und die wo auch nachhinein dazu gekommen sind. Ich liebe euch, ich weiß nicht, wie oft ich bei euch bedanken soll, wirklich. Aber eins kann ich sagen, eines Tages, sobald ich anfange, durch YouTube Geld zu verdienen, noch verdiene ich ja gar nichts, liebe Freunde. Und die Videos, das, was ihr seht auf der Straße mit dem Fußball-Challenge, Geld verteilen oder dies und das, es ist alles aus unserer eigenen Hosentasche, Taschengeld. Und das haben wir halt alles erwirtschaftet. Ich sag mal so, liebe Freunde. Ne? Also keiner soll denken, oh, der Jammer verdient jetzt Geld und dies und das und tralala oder was weiß ich was. Nein. Und wenn überhaupt, ich weiß ja gar nicht, wie viel ich verdienen kann. Es ist, man sagt natürlich, man munkelt bis zu was weiß ich was, unendlich, aber man kann auch eher weniger verdienen und je nachdem. Und mir geht es ja auch nicht um verdienen, um ehrlich zu sein. Mir geht es erstmal um Spaß zu haben, vor allem mit meinem Liebsten, die wo ich so wirklich alle bei mir im Team haben möchte und auch ist. Also der Repograf gehört dazu, Mr. Will gehört dazu, meine Familie gehört dazu natürlich. Denn ihre Familie gehört dazu und die, wo mich auch von Anfang an unterstützen, gehören dazu. An der Stelle möchte ich aber auch in erster Linie mich bedanken beim Fatih. Fatih, das ist einerseits mein Kindheitsfreund, wir sind damals zusammen auf der Rheinau aufgewachsen. Er kommt zwar aus Rheinau Süd, ich aus Rheinau. Ich bin ja der Rheinauer für manche. Und ja, und es ist jetzt mittlerweile aber 16 Jahre her, wo wir dort umgezogen sind. Auf jeden Fall, was ich sagen möchte, an erster Stelle vielen lieben Dank. Ohne Fatih hätte ich gar nicht mit YouTube angefangen. Ich bin euch ehrlich. Fatih hat mich dazu gebracht, dass ich anfange. Und dem, also ihn und auch seine Frau, natürlich, ich bin so dankbar, ich werde es niemals vergessen. Und ich küsse dein Herz an der Stelle. Und übrigens, der ist auch mein Hemmschuh. 66, Route 66. Also, liebe Freunde, Yozgat. Ich komme ja aus Yozgat. In der Türkei ist es ja so, für Leute, die wo es nicht kennen, mit Zahlen. Ja, also 66 ist Anatolien, Yozgat. Zum Beispiel 34 ist Istanbul. Genau. Und ansonsten 38 ist Kayseri und so weiter und so fort. 01 ist Adana. Ja, und es geht dann halt so weiter, ne, liebe Freunde. Auf jeden Fall, was ich aber sagen wollte, erstens bin sehr, sehr dankbar, dass ich euch habe. Vielen lieben Dank und ich danke an jeden, Ich danke an Hader, ich danke an Supporter, ich danke an meine Freunde, Familie, alles drum und dran. Und ganz einfach, das möchte ich aber auch auf jeden Fall erwähnen. Freunde, liebe Freunde, guck mal. Wir kennen uns so nicht, wir kennen uns vielleicht nur aus YouTube oder so. Ich bekomme ab und zu immer so Anfragen oder so Bedrohungen. Wenn ich dich sehe, werde ich dich umbringen und so weiter und so fort. Ey, schaut mal, die Welt ist 3 Tage alt. Heute sind wir da, morgen sind wir tot. Ganz einfach. Aber was ich meinen möchte, lasst doch die Leute einfach in Ruhe. Lasst doch denen ihre Sachen machen. Nur weil du es nicht machen kannst. Oder machen, genau, doch. Nur weil du es nicht machen kannst, heißt das nicht,
dass du jemand anderen dafür irgendwie beschuldigst oder so. Nur weil du ein Neider bist, ein Nichtgönner bist, ein Null bist, ein Null, einfach ein Null. Für meine Augen sind solche Menschen wirklich ein Null. Also nicht mal die Tiere sind so, ja. Nicht mal die Tiere sind so. Ich liebe Tiere über alles, ohne Scheiß. Mittlerweile sogar noch mehr als Menschen. Leider, leider. Obwohl Menschen für mich was sehr Besonderes sind auf dieser Welt. Wisst ihr, was ich meine? So, und das Problem ist, es gibt halt immer wieder so Leute, weil die nichts Erfolgreiches irgendwie gebracht haben oder geschafft haben, denken die einfach, okay, jetzt muss ich den aber halt irgendwie runterbringen, runtermachen. Denkt ihr, dass ihr solche Leute irgendwie runtermacht? Oder dass derjenige sich überhaupt Gedanken darüber macht? Nein. Also die scheißen ehrlich gesagt auf gut Deutsch auf sowas, auf solche Leute wie ihr. Die Internet-Junkies, die Internet-Rambos und so weiter und so fort. Im Internet kann jeder schreiben. Ja, man kann anonym jeden anrufen und beleidigen und was weiß ich was. Sowas sollte man gar nicht. Sowas ist nicht menschlich, sowas ist asozial. Ich finde, solche Leute haben psychische Probleme. Ganz einfach. Aber ich finde es schade, möge der liebe Gott euch zu richtigen Weg leiten. Was soll ich noch sagen? Ich wünsche für euch dennoch das Beste. Und ansonsten, wir haben auch gerade, wir sind so in den, also ich selber feiere kein Weihnachten und meine Familie auch nicht. Wir sind Moslems, also Islam, meine Religion ist Islam, Alhamdulillah. Und, aber respektieren tue ich trotzdem, ne? Auf jeden Fall diejenigen, die wo Weihnachten feiern, möchte ich halt, dass die halt einfach eine gute Zeit haben, gesund bleiben und schön mit der Familie verbringen. Und ja, und das mit dem Geschenken, ja, sich gegenseitig beschenken und so alles. Ich finde es ehrlich gesagt unnötig, wisst ihr warum? Man sollte fast jeden Tag sich irgendwie was beschenken können, auch wenn das nur eine Kleinigkeit ist. Ich finde es mittlerweile leider für euch, diejenigen, die Weihnachten feiern, dass es so auf marketingtechnisch angewiesen ist mittlerweile. Oh, es ist jetzt Weihnachten, ich muss Geschenke kaufen. Wisst ihr, was ich meine? Also wiederum Geldmacherei, finde ich. Und diejenigen, die Weihnachten feiern, die fühlen sich auch unter Druck. Ey, was muss ich jetzt kaufen? Allein das Wort muss, das ist ja schon ein Unterdruck. Ne? Also das ist ja so eine Druck, gewisse Druck, dass man denkt, okay, ich muss jetzt ein Geschenk kaufen. Dann tut diejenige Gegenüberstehende oder der sich einfach so unnötig freuen, obwohl der sich gar nicht freuen will. Nur weil, wisst ihr, was ich meine? Weil es ist ja halt ein Muss. Sowas sollte eigentlich gar nicht sein. Sowas sollte freiwillig sein. Von sich aus, vom Herzen aus. Aber dennoch, bei allem Respekt, ich finde es auch schön, wenn draußen irgendwo schön mit Belichtungen und dies und das ist. Wenn mal hier mal schneien würde, wird es noch geiler. Ne? Seit gute 5 Jahren schneit hier bei uns in Mannheim leider nicht. Aber naja, eben das eine. Egal, abgesehen davon. So, liebe Freunde, warum? Also, ich habe mir jetzt für 2023 sehr viele Sachen vorgenommen. Aufgeschrieben, in der Zeit, wo ich krank war, ich habe mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, Konzepte auch gleichzeitig, was wir halt alles machen wollen. Mittlerweile sind wir im Team 3-4 Leute. Wir haben auch den Sebi neu dazu gewonnen. Das ist unser Drohnenpilot. Den könnt ihr auch abchecken. Der ist ein super Drohnenpilot, liebe Freunde. Den könnt ihr gerne buchen, ne? Auch so wie Repograf und mich genauso. Aber vergisst eine Sache nicht, wenn ihr Repograf bucht, bucht ihr mich. Wenn ihr mich bucht, bucht ihr Repograf. Weil wir sind so eine Allrounder, weil wir alles in einem haben, paketmäßig. Wir können Videos cutten, wir können Videos drehen, wir können Konzepte vorschlagen, wir können Rap-Videos drehen, wir können Drohnenpiloten einsetzen, wir können Fotografen einsetzen, wir können und so weiter. Und also alles, was an Marketing technisch angeht und was an Technik angeht, haben wir uns alles mittlerweile schön eingekauft, investiert. Gott sei Dank auch. Und vor 3 Jahren habe ich mit Handy angefangen Videos zu drehen. Man hat mich ausgelacht. Aber wisst ihr was? Das ist alles, ganz ehrlich, mir ist scheißegal. Manche drehen immer noch mit Handys und nehmen mit Handy den Ton auf. Wisst ihr, was ich meine? Aber ist ja auch schön und gut. Ich unterstütze die, ich respektiere die, weil ich genauso bin oder war. Ne? Und wenn ich mal mein Mikrofon vergessen habe, was nicht sein sollte eigentlich, dann nehme ich halt mit meinem Handy auf. Ganz einfach, man soll ja auch improvisieren können.
keiner ist perfekt. Kein Mensch ist auf dieser Welt perfekt. Vergiss das nicht. Ja, auch du hast deine Fehler. Auch du machst dauernd Fehler. Und irgendwann macht es aber bei dir Klick. Du bist ein Mensch. Wir müssen Fehler machen, weil wir aus Fehlern lernen sollen. Und an die jüngeren Leute, ja, an meine Neffen, Nichten, Geschwister, auch da draußen, die Jüngeren. Falls ihr mit YouTube anfangen wollt, macht. Lasst euch von niemandem was sagen. Macht doch einfach. Einfach machen. Machen und gucken. Die Leute sollen abwarten, was passiert. Aber du hast deinen Spaß. Weil du hast deine Vision, du hast deine Ziele. Und meine Ziele für 2023 plus Repografs Ziele und so weiter und so fort. Aber kommen wir auf meine Ziele, liebe Freunde. Auf jeden Fall sehr viele Videos produzieren. Wir sind auf fast 1400 Abonnenten. Mein nächstes Ziel ist ich möchte nächstes Jahr auf 5000 Abonnenten sein. Wenn nicht sogar auf 10. Ich setze jetzt mein Ziel hoch, aber machen wir auf jeden Fall 5. Ja, 5.000 möchte ich meine Abonnentenzahl erhöhen auf YouTube. Auf TikTok läuft's gut, auf Facebook läuft's gut. Auf Facebook bin ich sogar schon monetarisiert, ja. Von Facebook aus verdiene ich Geld, auch wenn es nur wenig ist. Da haben wir angefangen, Geld zu verdienen, liebe Freunde. So, TikTok ist bald soweit. Und Instagram, da bin ich halt immer aktiv, weil ich ja euch da immer entertaine und sage, wann was rauskommt, wann ich als DJ unterwegs bin, wann ich irgendwie meine eigenen Events habe und so weiter und so fort. Da muss ich aktiv sein. Ne? Obwohl mittlerweile Instagram auch so ist, weil da gibt es auch voll die Fake-Seiten und tut mir leid, wenn ich das so sage, so Pornografie-Seiten. Ich verstehe bis heute noch nicht, warum Instagram sowas nicht sperrt. Instagram ist ja eine ganz normale Seite, aber ist ja auch kein YouPorn-Seite oder so, ne? Um Gottes Willen. Aber naja, scheiß drauf. So, wie gesagt, auf jeden Fall Videos produzieren. Normalerweise im Monat 4 Videos. Ich möchte auf jeden Fall im Monat mittlerweile 8 Videos produzieren. Ja, 8 Videos im Monat produzieren. Es ist nicht leicht, definitiv nicht leicht, liebe Freunde. Das wissen auch viele mittlerweile, denke ich. Und ansonsten, nächstes Ziel wäre 5000 Abonnenten. So. Erfolgreich gemeinsam zusammenwachsen mit Repograph und mit allen anderen. Mit Sebi, mit Mr. Grey, mit unser Team. Erfolgreich, ich sage einfach Team, Familie. Ja, man, Squad, Family. Ja, einfach gemeinsam wachsen. Okay? So. Dann, liebe Freunde, mit Friseurberuf mittlerweile aufhören. Was heißt hier aufhören? Friseur, Haare schneiden ist immer noch meine Leidenschaft. Ich liebe immer noch Haare schneiden. Aber ich werde dann nur bestimmte Leute dann die Haare schneiden mittlerweile, weil ich danach keine Zeit mehr haben werde für Videos und so weiter und für die ganzen sämtlichen Aufträge. So. Und ansonsten, liebe Freunde, was bin ich eigentlich? Ich bin YouTuber, ich bin Friseur. So. Machen wir es andersrum, nach der Reihe. Ich bin Friseur, gelernter Friseur. Bin auf jeden Fall YouTuber. Bin TikToker. Hab einen Facebook-Kanal. Bin DJ. Bin Entertainer. Bin Künstler, sagen wir mal. Sänger. Was heißt der Sänger? Nächstes Jahr kommt mein Musikclip raus. Das wollte ich euch ankündigen, liebe Freunde. Die große Ankündigung war das. Bald nächstes Jahr kommt mein Musikclip raus. Und danach haue ich jeden Monat einen Musiksong mit Musikclip. Hau ich raus. Ich schwitz durchziehen. Weil mittlerweile warten so lange schon darauf für meinen ersten Song. Mein erster Song ist schon hier auf mein Handy. Ist fertig auf. Ich muss nur noch Musikclip drehen, liebe Freunde. Ich habe zwar bis jetzt immer Sponsoren gebraucht für meinen Musikclip, aber wisst ihr was? Falls natürlich Sponsor kommen wollen, gar kein Ding. Aber mittlerweile brauche ich auch keine Sponsoren mehr. Weil ich habe eine Vision, ich habe ein Ziel, ich ziehe es durch. Ob mit Sponsor oder ohne Sponsor. Auf jeden Fall wegen Sponsoren. Mittlerweile ist es mir auch egal, weil ich eine Vision habe, weil ich durchziehen muss und möchte und will. Auf jeden Fall auch mit Sponsor oder ohne Sponsor werde ich durchziehen. So. Natürlich würden wir uns aber auch freuen, wenn wir dazu auch Sponsor bekommen würden für meinen Musikclip. Und für die sämtlichen Videos,
zum Beispiel. Ich bin da gerne offen, ihr könnt mich da auf jeden Fall gerne anschreiben. Unter der Videobeschreibung ist alles auf jeden Fall verlinkt, liebe Freunde. Und an die lieben Firmen da draußen. Und ich drehe auch meistens immer auf der Straße meine Videos. Das kann ja auch so Klamotten, Sponsoren sein, Geschäfte, die wo, keine Ahnung. Man kann ja halt mal sich auf jeden Fall connecten, falls ihr Interesse habt. Und ansonsten, genau, mein Musikclip wird durchgezogen. Wir werden aber auch alle anderen Underground-Künstler, Rapper durchziehen und helfen, die wir uns beauftragen natürlich. Mehrere Videos haben wir ja schon gemacht. Auf der Repocrafts Instagram-Seite könnt ihr auch die ganzen Resonanzen einsehen, liebe Freunde. Auch auf meine Seite ein paar habe ich auch, auf meine Highlights und so. Behind-the-Scenes-Aufnahmen halt gemacht gehabt, da könnt ihr auch alles sehen. Auf TikTok genauso. Aber eine Sache kann ich euch sagen, Facebook, also hätte ich nicht gedacht, Facebook läuft sehr, sehr gut. Manche Videos von mir sind auf 200.000 Aufrufe, so in der Durchschnitt zwischen 10.000, 80.000, so 60.000, 70.000. Wenn es mal gut läuft, 200.000, das war so bis jetzt mein Rekord. Geil fand ich auf TikTok genauso, manche Videos. Wie gesagt, halt auf jeden Fall Step by Step. Ne? Immer dranbleiben und loslegen. Dranbleiben, loslegen. So, in der Zeit, wo ich 2 Wochen krank war und bin immer noch krank, durch meine Stimme merkt man ja, was haben wir halt vieles gemacht gehabt. Habe ich auch gemerkt, wenn ich keine Videos hochlade, dass der Algorithmus uns nach hinten wieder wirft. Und das ist völlig normal. Aber jetzt muss ich halt wieder aktiv sein, ne, liebe Freunde. Ich brauchte auch mal Zeit für mich selbst, also nicht immer, ne? Ich meine, vor allem wenn man krank ist, macht man sich auch Gedanken, so, was hat man falsch gemacht, was hat man richtig gemacht, was sind deine Fähigkeiten, wo hast du noch Kraft, wo hast du noch Luft und so weiter und so fort. Und ansonsten, genau, dieses Jahr an Erfolge, was uns gebracht hat, wir haben Shisha-Laden aufgemacht, Repocraft, Mr. Grey und ich zusammen. Wir haben einen Shisha-Laden. So, nächstes Jahr kommt auch ein Imbissladen in diesem Shisha-Laden dort. Auf der Nachtmarkt in Mannheim. Nur zur Info. So, auf jeden Fall. Wir haben Shisha-Laden aufgemacht. Unsere eigenen Shishen verkaufen wir richtig geil. Schmeckt auch. Und ich höchstpersönlich mache ich auch selber. Ne? Falls ihr vorbeikommen wollt, könnt ihr gerne kommen. Und Sacred Shisha Garden könnt ihr auch abchecken. Ist auch verlinkt. Instagram-Seite auch hier links, rechts irgendwo. Könnt ihr gerne da abchecken auf jeden Fall. Was noch? Ansonsten, genau, Abonnenten, 1000 Abonnenten haben wir geschafft. Meine Aufrufe wurden mehr. Auf TikTok habe ich mehr Reichweite bekommen. Auf Facebook habe ich mehr Reichweite bekommen. Was noch? Auf Instagram, ja, läuft es auch gut auf jeden Fall. Da bin ich ja immer aktiv. Aber ihr könnt auch gerne auf meine Instagram-Seite mal gehen und abonnieren, liebe Freunde. Ich verstehe einfach nicht, warum ich bei aller anderen Plattformen immer höher gehe, aber auf Instagram immer standbleibe, raff ich bis heute nicht. Naja, sogar meine persönliche Instagram-Seite, Yusuf Yama 4x6, da habe ich sogar mehr Follower auf meiner Instagram-Seite von YouTube. Wisst ihr, was ich meine? Da habe ich irgendwas mit 4050 Abonnenten auf meinem Instagram. Mit Yusuf Yaman 4x6, da könnt ihr gerne mal abchecken. Und ansonsten bei Yaman, 3x unten Strich, für meinen YouTube-Account von Insta, da habe ich irgendwas mit 2500, sowas glaube ich, wenn ich mich nicht täusche jetzt gerade. Und ansonsten, vielen lieben Dank, ihr habt mich letzte Woche sehr viele Nachrichten, ihr habt mir sehr viele Nachrichten geschickt, warum ich, ob was passiert ist, weil ihr euch halt gewundert habt, warum keine Videos mehr kamen und so. Deshalb ist auch der Real Talk Video für YouTube, liebe Freunde. Und ansonsten, wir haben bald Ende des Jahres, bald haben wir 2023, was ich euch mitgeben kann. Geht eure Ziele nach und hört niemals auf zu träumen. Traum ist was sehr, sehr Schönes und ohne Traum, finde ich, für meine Meinung nach, wäre kein Leben. Ja, ganz einfach. Ihr müsst träumen können, damit ihr leben könnt. Ganz einfach. Und eine Sache auch noch, vergiss an die Jüngeren vor allem, weiß das zu schätzen, vor allem eure Familie zu haben. Familie ist das Schönste auf dieser Welt, egal was ist. Familie. Umarmt euch mal einfach so am Tag 5 bis 10 Minuten. Einfach mal umarmen,
schöne Sätze sagen. Ruf deine Mutter an und sag, Mama, ich liebe dich. Oder ruf deinen Vater an, Papa, ich liebe dich. Egal, was du bist so in diesem Sinne. Das ist das Schönste, einfach Liebe verteilen. Liebe geben. Und so weiter und so fort. Einerseits, ich habe jetzt eigentlich so ein Format vorgehabt, jetzt gerade vor allem passend zu Weihnachten. Aber ich hoffe, dass es mir jetzt für nächste Woche besser geht, weil ich muss ja auch noch arbeiten gehen können, liebe Freunde. Bisschen Geld verdienen, damit ich für euch das Geld ausgeben kann und so weiter und so fort. Aber ansonsten, genau, wie gesagt, Liebe kann ich euch weiter schenken, geben und geht eure Ziele nach. Bleibt gesund, bleibt fit, macht Sport. Ich war sehr aktiv auf Fitness. Diejenigen, die mich auf Instagram verfolgen, die wissen Bescheid. Ich habe jetzt auch übelst abgenommen und werde aber auf jeden Fall, sobald ich wieder kerngesund bin, loslegen. Aber richtig, liebe Freunde. Und das sind so meine Vorsätze für 2023. Ja, Mann! Jedes Mal, Rauchen ist ungesund. Ich weiß, ich sage immer wieder, ich will aufhören zu rauchen. Ich hoffe es. Aber naja, das ist eine andere Sache. Und abgesehen davon, liebe Freunde, auch an die Jüngeren, die Kleineren, die finde ich am goldesten. Macht es, zieht euer Ding durch, holt euch eine Gaming-Ecke oder keine Ahnung, fängt mit einem Laptop an oder mit einer Kamera oder mit einem Handy an, wie ihr wollt, aber auf jeden Fall mach es. Sei ein Macher. Sei immer ein Macher, das ist mein allerbester Fazit und ich liebe ein Macher zu sein, egal bei was. Und umso mehr möglich ist auch, wenn ich runterfalle. Lass mich einfach runterfallen. Ich weiß auch, dass manche von euch, vor allem von meinen Ängsten, die wissen, die wollen mich fallen sehen. Das weiß ich auch, aber ist ja auch gut so, ist ja auch schön so. Weil wäre ich nicht gefallen, dann wäre ich auch nicht stärker. Wisst ihr, was ich meine? Und deswegen, umso mehr freue ich mich. Und umso mehr Hate ich bekomme, umso stärker bin ich und umso besser ist es für mich. Das heißt, ich mache vieles richtig und du nicht. Ja, Mann! Ganz einfach. Und an der Stelle, liebe Freunde, ihr könnt jetzt gerne die letzten zwei Videos von mir da abchecken. Die neuen, glaube ich. Ansonsten checkt mal meine Playlists ab. Ich bin mir 100% sicher, ihr werdet euch auf jeden Fall unterhalten können. Auf jeden Fall an der Stelle bedanke ich mich an Fatih, an Repograf, an Mr. Grey, an meine Familie, an Denne ihre Familie, die mich ganz unterstützt haben, ganze YouTube-Community, ganze Instagram-Community, TikTok, Facebook-Community. Ich liebe euch, ich bedanke mich an euch. Und ich verspreche euch, dass ich auch bald so Challenge, aber mit Preise ankündigen werde. Sobald ich, wie gesagt, was dazu verdiene, liebe Freunde. Zum Beispiel, ich kann nicht so wie der Mois Abi sein. Ich küsse sein Herz an der Stelle. Ich liebe seine Videos. Und Mois, auf jeden Fall an Mois einen sehr, sehr großen Respekt. Und einer meiner... Das ist ja Vorbilder. Ich meine, ich hätte genau dieselben Ziele oder dieselben Videos auch so machen können. Vielleicht anders hätte ich auch so viel Geld verdient. Aber er macht es ja auch schon ein bisschen länger und sei ihm auch gegönnt, dem Bruder auf jeden Fall. Er hat auch vieles durchgemacht, liebe Freunde. Er wurde auch damals sehr viel gehatet und auch mit seiner Aussprache und so weiter und so fort. Aber hey, guck, jetzt ist auf einmal bei ihm jeder. Und der war auch so, wie er ist. Und ich bin genauso so, wie ich bin. Deswegen, warum soll ich mich für euch verstellen? Nein, fuck doch drauf. Ich bin so, wie ich bin. Er ist so, wie er ist. Und deswegen ist auch gut so, weil sonst wäre er auch keine Unterschiede geben. Und wie gesagt, ich feiere seine Videos. Und ich finde es super, dass er seinen Gewinn auch verteilt. Ja, an die hilfebedürftigen Menschen, sagen wir mal. Ja. Und das ist auch einer meiner Träume immer gewesen, wenn ich... Das war ja auch mein Ansatz für mein YouTube. Ey, ich fange mit YouTube an, um Geld zu verdienen, ja. Erstens, aber an erster Stelle die Leute zu entertainen, Lachen zu bringen, auch mal zum Heulen zu bringen, aber vieles auch beizubringen, zu zeigen, gute Sachen an die Menschen, an die Jugend da draußen und einfach zu teilen, das, was ich von dort reinbekomme, einfach zu teilen, einfach weiterzugeben. Mir macht's am meisten Spaß, wenn ich die Freude von seinen Augen sehe. Egal, ob es 1 Euro ist, 2 Euro ist. Wisst ihr, was ich meine?
Und heutzutage irgendwie was aufzubauen, erfolgreich zu werden, ist sehr schwer. Warum? Weil die Menschen leider sehr, sehr schlimm geworden sind. Fitne und Nichtgönner, so Neider und schlechte Augen machen, Nasade machen, wisst ihr, was ich meine? Und deswegen verstehe ich Moisabe auch sehr, sehr gut. An der Stelle, Moisabe, viele liebe Grüße gehen raus. Und das sind Jamans Grüße. Und auf jeden Fall, liebe Freunde, an der Stelle würde ich sagen, passt auf euch auf, ich liebe euch, ich küsse eure Herzen. Abonniert meinen YouTube-Channel, abonniert meinen Facebook, TikTok, Instagram. Ich würde mich wirklich über jede Abos freuen, Subs freuen. Twitch habe ich noch nicht angefangen, aber erstmal, das für den Anfang langt es erstmal. Hatte ich auch vor immer, aber erstmal das, liebe Freunde, das macht mir halt Spaß. Ne? Und ansonsten, ja, wegen DJ-Anfragen, ihr könnt mich gerne jederzeit anschreiben, buchen, wir können uns einigen. Ich komme vorbei mit meinem ganzen Mischpult und dann machen wir Party. Und ansonsten, ich liebe euch, bleibt gesund, bleibt fit. Corona ist nicht so schlimm, aber auch einerseits nicht zu unterschätzen, liebe Freunde. Stay positiv und ansonsten peace out. Ja, Mann, ist die Squad nicht vergessen, liebe Freunde. Peace out. Bam. Ja, Mann. Ein Schluck für euch. Ja, das tut gut. Ich muss wieder gesund werden für euch, liebe Freunde. Ich muss wieder gesund werden für euch. Damit wieder schöne Videos kommen. Ja, Mann.